Wilbald wildert weiter. Herzlich willkommen zurück zu Elden Ring Shadow of the Erdtree. Wir sind hier an diesem Strudel. In der letzten Folge bin ich völlig orientierungslos durch dieses Gebiet geritten, geradelt, gereist, auf der Suche nach dem kleinen Steinhaufen, den man umschubsen muss, damit dieser Strudel aktiv wird. Und dann sagte irgendjemand, das muss man gar nicht, das reicht, wenn man Mokes Kette hier einmal auf den Boden stampft. Und das probiere ich jetzt mal aus. Und es stimmt. Es hat die ganze Zeit gestimmt. Naja. Ich ärgere mich nicht. Wie gesagt, wir befinden uns hier. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wuhu! Wow, das ist richtig hoch. Wo lande ich denn? Fuck! Nee, das... Das war jetzt überhaupt gar kein gelungener Sprung. Ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt hin will. Oder oben ist ein Item. Okay. Da will ich... Pass auf. Da oben auf dieser Säule ist ein Item. Da wollen wir mal hin. Boah, ich sehe nichts. Okay. Da unten. Ah ja, also hier ist auf jeden Fall geplant. Schönes Bestienhorn. Gott, So, wo sind wir jetzt? Machen wir mal die Lampe an. Da geht's auf jeden Fall noch weiter hoch. Jetzt gucken wir uns mal um hier. Ist das der Ort, zu dem uns dieser Strudel bringen sollte? Hier geht's hoch. Große Treppe. Überall Hirsche. Was ist hier oben? Oh, was ist da? Noch ein Riese. Oh, warte mal, war ich da schon? Nee. War ich da schon? Wie komme ich da hin? Von da? Okay. Erstmal machen wir die Kiste auf. Oh, eine gesprenkelte Halskette. Das klingt mir nach was Brauchbarem. Erhöht erheblich die Robustheit, die Immunität und den Fokus. Das gefällt mir. Ich glaube, mit der können wir was anfangen. So, aber jetzt weiß ich natürlich immer noch nicht, wie wir... Wir blicken ja, oder war ich da schon? Wir blicken ja genau da drauf. Nein. Das ist ein bisschen, ich gucke jetzt quasi genau auf den Riesen. Der müsste dann hier stehen. Also das ist dann hier dieses Ding. Und von hier... Und dann da, da ist wahrscheinlich was Interessantes, ne? Ich glaube, da muss ich noch irgendwie hinkommen. Das ist diese kaputte Brücke. Da muss ich mir den Weg noch suchen. Auf jeden Fall hat sich das hier gelohnt mit dem Talisman. Diese Halskette. Aber das kann ja noch nicht alles gewesen sein. So, da ist wieder so eine Pestilenz und Pestilenzbecken da. Möglicherweise ist das... Komm ich von da rüber? Da war ich, glaube ich, schon... Oh, da ist noch ein Item. Ein fettes. Und da komme ich vielleicht auch noch auf die Seite, wenn ich von hier dann runterspringe.
Die Frage ist, komme ich da? Ne, das ist zu weit weg. Nehme ich mal an. Werde ich da sterben, wenn ich da runterfall? Da würde ich aber gerne hin. Ich überlege, ob ich da einfach überall mit dem Strudel da komme. Wenn ich von der anderen Seite, da komme ich doch rauf. Nehme ich einfach den Strudel. So, pass auf. Jetzt gehen wir erstmal darauf mit dem Schulmann. Au. Das hat richtig gut geklappt. Ein Händler. Tagebuch. Einen schweren Fäulnistopf. Das ist doch ein großes Glück. Und da sind... Oh, wisst ihr was? Ich liebe diese Waffe einfach. Diese Waffe hier ist die allerbeste. Leute, holt euch diese Waffe. Sie ist der beste Freund eines jeden Menschen. Au, es sei denn, man wird. Es ist so gut. Es gibt nichts Besseres als diese Waffe. Sie ist euer bester Freund. Guckt euch mal die Items an, die man da jetzt einfach wegpflücken kann. Okay, das ist natürlich lame. Das war ungeschickt. Da war ich zu siegsicher. Egal. Ist das nicht der Hammer? Sammeln wir nochmal ein paar Schmiedesteine auf. Fliegenschimmel, oh ja, richtig gut. Was ist hier noch in diesem Becken der Lust? Scharlachrote Knospe. Oh fuck. Alles gleich aus. Ich weiß nicht, ob wir hier schon mal waren. Fliegen Maden, Mann! Oh Gott. Ich habe die Schale. Oh, warte. Das ist ein bisschen blöd, weil ich, glaube ich, die benötigten Bällchen gar nicht habe. Doch. Ich besitze sie. So ein Glück. Die Hufe des Pferdchens werden von solcherlei. Oh doch. Was? Ich dachte, das Pferdchen wäre immun. Ist es auch. So, was ist das denn hier? Ah, was ist das denn hier? Guck, das ist ein Hebel. Wir haben Hebel gefunden. Oh. Leute, guck. Manchmal lohnt es sich, einfach herumzureiten und zu gucken. Man wird belohnt. Ah, das ist ja ein Fahrstuhl. Ich dachte, das wäre eine Wand, einfach nur. Vielleicht war ich da auch schon jetzt. Okay, bevor ich das jetzt mache, bevor ich da jetzt hochfahre, gucke ich einmal hier raus. Weil ich weiß wirklich nicht, wo ich hier schon überall war. Es ist, sieht alles gleich aus.
So, was ist hier noch in diesem kleinen grünen Gebiet? Da geht's runter. Da ist auf der anderen Seite der Riese. Guck mal da. Da waren wir doch schon. Oder vielleicht auch einfach nicht. Ich werde jetzt erstmal den Fahrstuhl nehmen. Und dann erkunden wir da weiter. So, hier geht's rauf. Kann mein Pferdchen das auch auslösen? Oh ja, geil. Guck mal, der hat jetzt so ganz scharlachrote Hufe. Vielleicht hat er die auch immer. Ja, also ich erinnere mich doch an so eine Treppe. Da war doch was. Wir waren auf jeden Fall schon mal bei sowas. Hier waren wir schon. Was? Warum? Pferdchen, was ist los? Mein Pony los. Ich darf mein Pony hier nicht nutzen. Das ist natürlich jetzt nicht in Ordnung. Was? Wie? Warum? Nein? Hallo? Ich habe keine Ausdauer mehr zum Leidwesen. Okay. Warte, warte. Ich komme hier nicht weg. Okay. Alles klar. Alles klar. Okay, das war in vielerlei Hinsicht jetzt natürlich Mist. So, kommt der Invader nochmal, oder? Toll. Mist. Ja, das ist jetzt natürlich blöd. Ich will mich dem nochmal stellen. Vielleicht muss ich nochmal einmal runter und dann von der anderen Seite kommen. Auf jeden Fall weiß ich jetzt wieder, wo ich bin. Diese Treppe hat es mir verraten. So, warte, wenn ich jetzt hier wieder zu Fuß hochgehe. Was habe ich eigentlich für Ah, da ist er wieder. Okay. Hallo, was mache ich denn? Wieso nimmt er denn das Schwert nicht zweihändig? Jetzt. Okay, ich habe gerade die ganze Zeit damit zu kämpfen gehabt, mein Schwert zweihändig zu nehmen. Und dann macht er auf einmal einen Schuh-Schuh-Zug. Was war das denn? Habt ihr es gerade gesehen? Wie der auf mich zugerollt kam? Wieso habe ich denn mein Schwert nicht geschissen? Kommt zwei nicht zu. Nee, nein. Hier geht's lang. So. Kurz überlegen. Was nehme ich denn mal für eine Waffe gegen den? Der wird ja, wenn der in so einem Scharlachteich lebt, wahrscheinlich auch immun sein.
Gegen Scharlach, oder? Ist ihm das egal? Wo ist denn? Ich hatte doch auch so geile... Die waren ganz lustig und... Welche? Ich hatte doch so einen komischen Speer noch mir gelevelt. Der war auch ganz lustig. Speer des Pfehlers. Na egal, komm, wir probieren es mal mit der Waffe. Ich müsste dann nur das hier noch einmal austauschen gegen... Das Blutding. Wo bist du denn? Wo bist du hin? Wo bist du denn jetzt? Da. So. Dann müssen wir hier wieder vom Pferde und dann kommt er. Okay, so jetzt bin ich auch zweihändig, alles klar. Jetzt geht's mir gut. Jetzt bin ich wieder voll drin. So. Duell auf Augenhöhe. Hab ich dich. Der Hornherr rollt. Raupenmaske. Geflochtene Kordrobe. Okay. Kann ich irgendwas davon gebrauchen? Verbessert sowohl die wachsamen Geister als auch die rachsüchtigen Geister, die von gehörnten Kindern beschworen werden. Okay. Die Rächerklinge sprintet auf einen Gegner zu und schlitzt ihn mit den Klingen in der jeder Hand auf. Halten, um den ersten Schlag zu erweitern. Führt anschließend einen starken Angriff aus, um den Gegner in Stücke zu zocken. Kann das sein, dass das... Die wird doch auch zweihändig geführt, oder nicht? Die ist vermutlich sehr ähnlich zu der, die ich auch habe gerade, oder? Die ich gerade gespielt habe, ne? Falks sind gut. Hör ich. Hallo Mello. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Bombsnai. Dedumi habe ich gesagt. Vielen Dank. Ich guck kurz, was ihr gesagt habt. Nicht ganz unterschiedliche Waffentypen. Ja, okay. Ja, man kann nicht jedes Schwert auf Maximum leveln, aber man kann es ja auch mal aus Spaß mal ausrüsten und mal gucken. So, es sind auch zwei Schwerter. Was macht er denn? Okay, das ist aber auch ganz lustig. Zack, und dann... Okay. Das sieht nach Spaß aus. Leider kann ich das nicht... großartig am... Das ist doch geil. Das ist doch lustig. Aber die sind halt nicht gelevelt. Die, das muss ich erstmal leveln. Aber dann sieht das nach Spaß aus. So, hier hatte ich ja schon jemanden besiegt. Kann ich eigentlich noch ein Level machen? Ja. So, was machen wir denn? Kondition. So, hier hatten wir jemanden besiegt, genau. Jetzt lass mich mal überlegen. Hier ist dieser Baum, den wir verbrennen können, aber das wollen wir noch nicht machen, weil ich glaube, wenn ich den Baum verbrenne, dann gehen mir diverse Spielelemente verloren. Das will ich ja nicht. Ich will nochmal jetzt rüber. Komme ich vielleicht
Auf die Seite hier komme ich hier so runter. Wir gehen nochmal durch diesen Thronsaal hier. Ja, okay, alles klar. Und dann haben wir ja auch noch so einen Boss, ne? Da in diesem Burghof. Der hatte uns so ein bisschen blockiert, aber ich habe so mittlerweile das Gefühl, wir haben immens viel Skill dazu gewonnen. Und auch das ein oder andere Level, dass ich mich so bald wieder an ihn rantrauen würde. So, da würde ich gerne auf die andere Seite. Komme ich aber nicht so ohne weiteres. Da oben ist dieser Baum, wie gesagt, das mache ich jetzt noch nicht. Aber da komme ich von der Seite auch nicht rüber. Wie komme ich da hin? Oh, guck mal, da ist wieder so einer. Da muss man da irgendwie hinkommen. Vielleicht mit einem Strudel? Kann ich hier runter plumpsen? Oder bin ich dann tot? Hier runterschlittern irgendwo. Ja, ich darf mein Pferd hier nicht beschwören. Ja, okay, ich werde sterben. Das ist keine gute Idee. Ja, Mist, warte. Dann gehen wir halt zu Fuß. Finde schon noch einen Weg. Auf jeden Fall hat sich das direkt gelohnt. Dass wir nochmal diesen Strudel da aufgesucht haben. Ist das schon DLC? Ja klar, das ist DLC. Das Nilpferd haben wir auch schon gemacht. So, lass mich mal schauen. Guck mal, hier ist so ein Pavillon. Da waren wir aber auch schon, meine ich. Aber hier runter und dann rechts. Gucken wir uns nochmal an. Oh. Ist hier irgendwas drauf? Nope. Wie komme ich da hin? Bin erstmal auf den raufspringen von hier oben. Meinst du, der bemerkt uns? Wir müssen die natürlich auch nicht platt machen. Hey, wieso kann ich mein Pferd hier nicht? Genau, an ihm vorbei, aber vielleicht ist es ja auch schon ein bisschen verlockend, ne? Hey! Ich bin hier oben! Lame. Hier waren wir in dem Fall auch schon. Ich glaube, den haben wir auch schon platt gemacht, da den. Ich sehe den gar nicht, dass ich hier so laut bin. Ah, na, 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 na. Das war ein geiler Move. Den Belly Slasher nenne ich ihn. In Ermangelung eines besseren Ausdrucks. Hallo! So, da geht's da wieder runter. Da sind diese beiden Pavillons. Oh, hier ist noch ein Aufzug. Der müsste aber nach unten führen. Nehme ich mal an. Warte mal. Ja, und ist da unten der...
das mir hier in Ruhe jetzt an. So, da ist auch ein Item. Also man kommt hier auf jeden Fall auf dieses Gerippe rauf von der Seite. Gucken wir auf dieses verknotete Gebäude. Das ist ja umschlungen von diesen schwarzen Wurzeln. Die können wir entfernen, wenn wir den Baum verbrennen. Gucken wir erstmal den Aufzug an. Den können wir wieder easy nach oben nehmen. Wenn wir da jetzt mit dem Pferd runterspringen, dann kommen wir nicht ohne weiteres wieder hoch. Deswegen gucken wir einmal hier kurz. Hinab, hinab. Ah ja, hallo. Das ist wieder in so einem komischen Gewölbe. Hallo. So, hier war ich auch schon 1000 Mal. Ja, ja, ich weiß, wie knapp ich bin. Da ist gerade... Au. Das haben wir auch schon alles hier durchkämmt. Ich meine, war hier nicht auch so ein Glitzer-Topfmann? Wir gehen wieder hoch. Das sieht einfach wirklich alles gleich aus. Yay! So, wir fahren hoch und dann springe ich da mit dem Pony runter. Und holen wir uns dieses Item. Auf der Ruine. Wird vermutlich nichts besonders Wertvolles sein, aber oftmals sind das ja auch nur Hinweise des Spiels, wo man sich noch hinbewegen kann, wo man überall hinkommt. So ein kleines Item. Ist ja, manchmal ist das ja gar nicht der Wert des Items, sondern die Erkenntnis, dass man da hinkommt, ist das eigentlich Wichtige. So. Federtierfuß mit 4 Zehen. Keine Ahnung. Da geht's auf jeden Fall tief runter. Man muss wirklich ein großes Vertrauen zu seinem Pferdchen haben. Wenn man auf so schwindelerregenden Höhen entlang reitet. Was ist da hinten? Okay, hier ist auch noch ein Aufzug. Oh, da geht sogar nach oben. Warte. Wo geht der denn hin? Ah! Aha. Also es ist gar nicht so einfach, die Orientierung zu wahren. So, das ist jetzt hier dieses Bonfire. Interessant. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal was Neues. Das heißt, wir sind jetzt hier auf dieser Ebene. Jetzt gucken wir mal, ob wir da vielleicht rüberkommen. Das ist auf jeden Fall schon mal neu. Wir machen Fortschritt.
Komm, wir galoppieren hier einmal um dieses Plateau herum. Es gibt ja hier auch, guck mal, hier diese Hirsche zum Beispiel, ne? Meint ihr, die sind isoliert vom Rest der Gemeinschaft? Weil hier kommst du ja eigentlich nur mit dem Aufzug rauf. Klar, die können super klettern, keine Frage. Aber möglicherweise sind die hier wie Australien halt einfach komplett eine eigene Spezies mittlerweile. Das will ich nicht ausschließen. So, da waren wir eben. Da ist dieser Baum, den wir verbrennen müssen. Da war der Bosskampf. Oh. Ich weiß nicht, ob sie den Aufzug nehmen. Ich glaube nicht. Dann lass uns mal schauen, was uns jetzt hier erwartet. Hinten ist der Bogenschütze, ne? Au, 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 Pfeil incoming. So. Hat der das Loch da reingeschossen, oder? Haben wir uns schon bekannt gemacht? Komm, wir beeilen uns mal. Der ist aus Stein, der kann nicht bluten. Hallo? Schwein. Was nehmen wir denn gegen den mal? So eine dicke Keulenwaffe vielleicht. Sowas. Leben hat er noch. Au. Nur so viel. So. Hat sich die Keule doch ganz gut geschlagen, oder? Dafür haben wir die ja gemacht. Seinerzeit. Gegen genau solche Steinis. Hat sie, finde ich, einen guten Dienst erwiesen. Und dann nehmen wir wieder den. Oh. Okay. So, da geht's jetzt runter. Ah, jetzt haben wir erstmal die Ruhe, uns hier umzuschauen. Jetzt ist nämlich die Gefahr des Pfeilers weg. Jetzt noch viel weiter runter. Ganz weit runter bis da hinten. Oder ist hier Abgrund? Ja, hier ist Abgrund. Aber auf die Art kommen wir zu diesem Tempel. Ja, dann machen wir das doch. Wir haben ja da oben diese Gnade. Reiten wir da mal hin. Das ist doch sicherlich ein interessanter Ort. Der jammert da. Irgendwelche schwarzen Gestalten. Oh, eine Schattenreichrune.
Ja, da können wir in den Tod stürzen. Das wollen wir natürlich nicht. So, dann gucken wir uns jetzt mal hier um. Das war gar nicht so ohne Risiko. Da einfach... Oh, fuck. Oh. Oh. Geronimo! Windschnake. Oh, das ist ein Pony. Oh, was ist das? Hier, der spawnt so Giftfreunde. Ich würde ich war etwas zu eifrig. Na gut. Das kommt davon, wenn man ungeduldig ist und die Giftfrösche einfach ignoriert. Ich könnte da einfach mit meinem Pferdchen rein. Aber diese Klingen sind ziemlich cool. Die machen sehr, wirklich in der Tat sehr viel Damage. Wie viel Seelen habe ich jetzt hier im Petto? Muss ich mich um die kümmern? Eigentlich nicht, oder? Geronimo! Immer wieder einzusammeln ist auch so ein bisschen Pain. Ich glaube, es waren nicht viele. Das kostet halt immer richtig einen schönen Moment. Anfangsattacke hier, das ist einsam gesehen, das nervt. Nimm mich nicht so ernst, das ist immer ein Problem. Und der dritte. Ungeduld, sein Sohn. Ja, ich glaube aber, Blut ist eigentlich schon, die Waffe ist schon ganz gut. Ich muss noch ein bisschen geduldiger kämpfen.
Ich nehme den gerade nicht so ernst, weil der nicht so eine richtige Introduction bekommen hat. Die Inszenierung dieses Bosses, der stromert da so rum. Oder wenn der jetzt eine geile Cinematic zu Beginn gehabt hätte, dann würde ich den auch ganz anders ernst nehmen. Okay, ich nehme dich ernst. Ich verspreche es, ich nehme dich jetzt ernst. Achtung, Achtung, ich nehme ihn ernst. Wisst ihr was, wir sind mir jetzt auch meine Seelen egal. 50.000 Seelen schmälen, ist mir doch egal. Ich gehe jetzt einfach direkt dahin und hau auf den und dann ist er mir auch egal. Ich mache den jetzt, bevor ich jetzt hier... Alles eine Frage der Seriosität. Der wurde jetzt ja dann recht feurig noch. Blitzig. Göttlicher Bestientornado. Ja, man muss ihn dann auch einfach mal ernst nehmen. Ich habe ihn jetzt nicht mehr ernst genommen zum Schluss. Also zu Beginn, zum Schluss ja. Und dann geht das auch. Ein bisschen seriös ist, dann geht das. Als Kämpfe ein Löwe. Ja, was wäre denn eigentlich passiert, wenn ich mir hier diese... Das hätte ich einfach mal vorher machen sollen. Aber ich habe ja durchaus so etwas Löwenköpfiges dabei. Und zwar... Was ist das hier? Wo bist du? Über so eine Löwenmaske. Hier. Diese hier. Boah, das hätte ich mal machen sollen. Was wäre passiert, wenn ich die angezogen hätte? Das... Vielleicht hätte er mich dann als sein Freund akzeptiert oder sowas, als sein Anführer. Hätte das Knie gebeugt und ich hätte ihn als Freund mit mir rumschleppen können. Der hat die ganze Arbeit für mich erledigt, weiß man ja nicht. Naja. Ich war mit dem Löwenkopf schon bei der alten Frau, ja. Okay, jetzt habe ich hier diesen Typ hier, aber das kann er jetzt auch nicht tun, da muss er noch mehr sein. Der muss doch irgendwas bewacht haben. Na, da brauche ich 28 Glaube für. So, hier kommen wir auf die Seite. Aber da kommen wir ja auch anderweitig hin. Na, da waren wir doch auch schon. Dann gehen wir nochmal hoch. Die Treppe, wo der Bogenschütze stand. Die Maske verringert deine Lebenspunkte Flask-Regeneration um 13 bis 15% für alle Flasks. Nicht anhab, oder was?
Dafür Stat Boosts wie bei einem Garseal. Pau! Herzlichen Dank für den Support, Pau. Sieht aus, als wenn hier irgendjemand sitzt, aber das ist nicht. Alter Topf. So, jetzt mal die Treppe. Achso, wir können die Treppe gar nicht hoch. Ich muss reisen. Hier auf dieser Plattform ist sonst nichts mehr. Nur dieser kleine Löwenfreund. Es ist trotzdem natürlich eine Reise wert gewesen, aber ist der da so reingekracht oder was? Woher kommt das große Loch da drin? Ist hier noch irgendwas anderes? Glaube nicht. Ich glaube, wir können wieder uns hochtransportieren und dann uns weiter oben nochmal umschauen. Commander Krano! Vielen Dank, Commander Krano. So. Hier ist nichts mehr. Dann gehen wir wieder hoch. Und zwar hier hin. Nee. Ja. Kannst hinten runter auf ein anderes Plateau? Ja, aber ich meine, da war ich schon auf dem Plateau. Das auf dem anderen Plateau. Lieber nochmal hier schauen, wenn wir hier die Leiter runtergehen. Also die Treppe irgendwo runter. Hier noch irgendwas ist. Da sind wir wegen des Bogenschützen, haben wir uns jetzt nicht so richtig gründlich umgesehen. Aber eventuell ist ja hier auch noch irgendwas. Oh fuck, der ist ja wieder neu gekommen. Das ist natürlich doof. Können wir uns wieder nicht in Frieden hier umsehen. Weil wir die ganze Zeit beharkt werden. Gehofft, dass der dann einfach fortbleibt, aber es ist leider nicht so. Ja. Ja, aber dann haben wir hier vielleicht auch schon alles. Oder? Ist da unten noch? Ne, ich glaube, wir haben ja alles. Ja. Okay. Ja, da können wir jetzt noch mal, reiten wir noch mal ans Ende. So, Leute. So, hier können wir. Oh ne, hier ist das. Da kommen wir, glaube ich, dann nicht von hier. Jedenfalls nicht von hier, wahrscheinlich dann runter. Juhu! So, da können wir hier dann runterspringen. Aber hier ist ja nichts Neues mehr. Sind wir doch schon gewesen. Ja, vielleicht haben wir diesen Bereich dann auch abgeschlossen. Dann ist da halt nur noch dieser Baum, den wir verbrennen können. Und sonst nichts mehr. Obwohl, warte mal. Guck mal, was ist denn hier? Den grünen Spahn-Diskus. Das klingt doch nach was Tollerem. Erhöht die Verteidigung bei höherem Ausrüstungsgewicht. Boah, das ist wahrscheinlich für so ein Tank-Bild, wenn man sich so richtig mit fettem Schild und fetter Rüstung zu so einem Panzer macht, dann ist das wahrscheinlich ein ziemlich cooles Item.
So, da ist noch dieser goldene Ritter. Wir reiten mal hier alles ab. Ist hier auch schon Feierabend. Scheint mir so. Müssen wir uns jetzt diesem Rittersmann dann noch stellen? Guck mal da oben. Ein Bestienhorn. So, dann schleiche ich mich jetzt nochmal ganz niederträchtig an den ran. Gang und irgendwas ist da ja nicht. Ja, fährt mich nicht so ganz kurz. Ba-ba-da-ba-ba-ba-di-bil-di-di-da-du. Ey, was war das denn? Das war ja mega lame. Der Habichtkopf. Der goldene Habichtkopf. Was hat er gedroppt? Oh, den Vogelkriegerbeinschutz. Oh, geil. Ich meine, Gold ist natürlich jetzt nicht das besonders beste Material, wenn es nur um Schutz geht. Aber es sieht natürlich imposant aus. Aber es ist halt auch ein reines Posermaterial. Es ist kein Material für Leute, die wirklich, denen es nur um den Schutz geht. Es ist viel zu schwer, viel zu weich. So wie ich auch. Ja, hier ist nichts mehr. Haben wir nur einen Beinschutz dabei, das ist auch richtig gut. Und ansonsten können wir, glaube ich, mal woanders hingehen. Ja, sieht so aus. Dann kommen wir halt hier wieder her, wenn es heißt Baum brennen. So, was hatten wir denn noch für unentdeckte Gebiete? Da war doch noch echt viel bei. Hier unten logischerweise haben wir das Kartenstück noch nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wo das ist. Hier unten war dieses vermaledeite Waldstück mit diesen unangenehmen Gestalten, die man nur mit dem Parry-Schild besiegen konnte. Hier sind wir, glaube ich, alles soweit abgeritten, meine ich. Es muss ja eigentlich noch ein Kartenstück irgendwo geben. Das hier war diese Burg. Der Tierraum, genau, das war diese riesige Burg. Hallo, Luvis. Herzlich willkommen. Wo gehen wir als nächstes hin? Wir haben immer noch den Boss offen. Das könnte aber dann eine längere Begegnung werden. Der ist im Innenhof des Schlosses. Und zwar, warte. Der war hier. Also da geht es ja auch noch mal weiter, da waren wir noch nicht. Hier war diese ekelhafte Sonnenblume, die haben wir platt gemacht das letzte Mal. Ich frage mich gerade, sind wir hier eigentlich schon hingerannt? Da könnten wir eigentlich... Was ist denn, wenn wir hier... Waren wir schon über diese Brücke da? Warte, wir gucken nochmal. Also, da oben bei dem Löwen ging es doch noch weiter. Wo ging es denn da noch weiter? Wo ging es denn da noch weiter?
das Pfarrhaus. Wir haben einiges noch nicht besucht hier in jedem Fall. So. Was machen wir denn hier mit Ensis? Hier waren wir auch schon. Vor Schloss Ensis kannst du nach Osten bzw. Südosten, da wo du denkst schon gewesen zu sein. Das ist doch Schloss Ensis. Da war ich doch schon. Im Südosten. Oder meinst du diesen Eingang? Das wäre hier. Dieser Bereich. War ich ja schon. Diesen Weg entlang. Das können wir mal machen. Da reiten wir jetzt mal hin. Mitten in diesem Dorf hier gespawnt. Tschüss, Leute. Hier muss ich leider einen auswischen, weil der hat die unangenehme Angewohnheit, mir in den Rücken zu schießen. Jetzt wachen sie auf. Schmetterlinge! Aha! Vielleicht soll ich nochmal hier zum Bonfire und gucken, ob da irgendeine Person steht. Hier waren noch damals diese beiden Leute, aber die sind natürlich jetzt long gone. Wieso habe ich denn eigentlich nicht dieses Bonfire genommen? Das wäre doch sehr viel schneller gewesen. Also immer den Weg entlang. Weite Reise hier. Hier haben wir seinerzeit diese coolen Schwerter gefunden, die ich jetzt an mir habe. Hey, was ist denn mit mir eigentlich los? Ich bin einfach komplett den falschen Weg. Okay. Warte mal. Das schneiden wir natürlich raus. Ich bin komplett falsch abgebogen. Ich wollte hier links abbiegen. Hier. Ich wollte hier lang. Da wollte ich lang. Wieso bin ich denn da falsch abgebogen? Hallo! Alter, dafür gibt es Ärger. Okay, aber diesmal nicht. Aber nächstes Mal gibt es Ärger. Versprochen, ich merke mir das. Der brennt einfach, dieser Hund. Warum? Tschüss. Guck mal, der zu da so, als wenn er mich nicht sieht. Der hängt nur noch an einem Zipfel. Ach, warte mal. Ja, okay, warte. Was meint ihr, wie lange kommen die mir hinterher? Wenn ich immer so ein bisschen... Immer nur so einen halben Meter. Hat ihr, der fühlt sich irgendwann veralbert? Merkt ihr, dass ich ihn nur ärgere? Ah, jetzt wieder nach Hause. Aber er wird nie zu Hause ankommen. Ich kann niemals die Geschichte erzählen. Ja, die haben natürlich noch diesen riesigen Feuertopf-Boy. Und hier ist auch eine Gnade. Wieso war ich denn hier noch nicht? Ich hatte mir doch extra einen Marker gesetzt. Da
Was ist denn mit mir los? Ich bin auch manchmal ein bisschen vergesslich. So, wem gehört hier dieses Item? Mein Name ist gehört zu mir. Hi! Oh, hello there. Hello. Are you the Tarnished? Guck mal, Maskenball. Lady Letta spoke of you. Another Tarnished. Guided here by Mikola the Kind. My name is Teolia. Hallo. I too am tarnished, and here on kindly Mikola's account. Oh, are you affected? Even with the spell broken? Das ist richtig. I'm feeling rather lost. Haunted by memories of St. Trina. Her visage, her scent, the lure of velvety sleep. Would kindly Mikola chasten me for falling for St. Trina, while knowing that she was the discarded half? The problem is, I simply cannot help it. I would sacrifice everything just to gaze upon her one last time. Okay. Was hast du denn im Angebot? Oh, der Gift. Gift, Gift, Gift. Trinas Lilie. Ja, also alles, was irgendwie giftig ist, gefällt ihr gut. Ein giftiger Moosling. Aber jetzt nichts, wo ich sage, das muss ich unbedingt haben. Hm, vielleicht könnte man das, aber habe ich auch 14 von, ja, keine Ahnung. Gut zu wissen. Just give me the word if you need any more poison. I'm feeling rather lost of St. Trina. St. Trina. Gut. Hier lasse ich einen Teil des Fleisches meines Körpers zurück. Na gut. Nehmen wir mal hier diese himmlische Blutknospe. Guck mal, wie schön das Licht da in den Canyon scheint. Da waren wir doch. Auf der anderen Seite. Aber Sackgasse. Wie mir scheint. Vielleicht haben wir die Möglichkeit aufzuleveln, ich glaube aber nicht. Sensei Dongos. Vielen lieben Dank. Ne, das wollte ich gar nicht. Okay, schön, das haben wir abgearbeitet. Hier ist Teolia. Aber wir müssen mal nach links und dann da ist das Zeichen. Ein bisschen falsch geritten. So. Aber wir haben hier eine schöne Gnade und so eine Wurzelknolle. So ein Baumfragment. So, aber das ist der Weg, den wir eigentlich gehen wollten. Oh. Faszinierende Kreaturen, oder? Ich greife sie nicht an. So, was ist hier noch? Noch eine Gnade. Und noch irgendwas Stöhnendes. The pain. The pain. My arms, my legs, each lies a bloody ruin. Sehr gut. Bale, vile Bale. Oh, terror incarnate. Der ist richtig sauer. There is life in me yet. I will soon feast upon your heart. Mark my words, you too shall know fear. Der könnte auch Wrestler sein.
Kannst du dich auch kurz normal artikulieren? Ich könnte unter Umständen helfen. Das ist ein ganz komischer Vogel. Okay. Er will auch keine Hilfe und nix. Ich könnte ihn jetzt erlösen. Ah ja, aber nicht. Er lässt sich auch nicht helfen. Ich verstehe das nicht. Warum lässt er sich nicht helfen? Warum lässt er sich nicht helfen? Ich schlage jetzt aber nicht auf ihn ein. Sowas mache ich nicht. Warte mal, wir haben relativ viele Seelen, würde ich sagen. Also da oben geht's doch bestimmt ab hier. Erwartet mich hier ein Kampf oder so? Vielleicht der Typ, der ihn so zugerichtet hat. Scheiße. Du hast mein Pony geschlagen. Davon nehme ich mir deine Grabvogelarmreife. Der ist auch noch lebendig. Der Kackvogel. Er war lebendig. Mensch, Geier. Hier ist diese Schlucht. Na gut. Schauen wir mal weiter. Könnte da oben lang? Da rechts ist so ein... Ja, warte, wir gehen mal hier hoch. Die Geier hier sind mir richtig egal. Die sind mir einfach richtig, richtig egal. Ich will diesen Turm erreichen. Der sieht sehr viel interessanter aus als diese Geier. Pferdchen. Guck mal. Das Pferd vermag nicht, den Aufzug zu betätigen. Dreht sich. Okay, das geht sehr hoch. Boah, alter Schwede. Das ist ein riesiger, hoher Turm. Oh! Ein Geschenk. Das sieht mächtig aus. Oh ja, eine weitere Waffe können wir aufs Maximum schmieden. Oh, jetzt regnet das hier irgendwie unangenehm. Guck mal, und obwohl das so regnet, sehe ich da unten so einen Feuertopfmann. Ah. Also was ich wirklich vermisse, ist ein Drachengleiter. Wenn ich jetzt hier einfach runterspringen könnte... Ich würde meinen Gleiter öffnen und sanft zum Boden schweben, das hätte schon was. Aber mehr ist in diesem Turm offensichtlich nicht drin. Außer einer schönen Aussicht. Stonefingers, vielen lieben Dank. Also das war eine ganz schön lange... Fahrstuhlfahrt für ein einziges Item, aber es ist ja auch ein mächtiges Item. Ich frage mich, ist hier ja unten, ist ja da unten noch was? Manchmal gibt es ja so Fahrstühle. Ich probiere einfach mal was aus. Oh ne, er ist einfach aus kompaktem... Alter, okay, das ist ja wirklich unnötig. Wer hat das denn gesteinmetzt?
So einen riesigen zusammenhängenden Stein. Vielleicht ist ja eine Tür da drin. Vielleicht ist ja eine Tür da drin. Vielleicht ist eine Tür hier drin. Im Inneren des Aufzugs? Nein. Aber wie lustig wäre das denn, wenn da jetzt eine Tür im Inneren des Aufzugs wäre? Ist aber nicht. Das wäre mal eine gute Überraschung. Hier öffnet sich eine Tür und dann ist der hohl. Und dann ist da vielleicht eine Wendeltreppe, wie so ein Leuchtturm. Sind dann da verschiedene? Aber nein. Dann halt nicht. Schade. Können wir umrunden? Ist nix. Nope. Kra, kra! Kra! Nur ein Lager. Ein kleiner Schmiedestein. Der natürlich im Angesicht der Beute, die ich da oben auf dem Turm machen konnte, etwas mickrig erscheint. Aber man muss jeden Schmiedestein respektieren und sich über ihn freuen. Also ich glaube, wir sind ja noch nicht fertig. Das muss ja noch irgendwo diesen Unhold geben, der den armen Rittersmann so zugerichtet hat. Der wird doch hier irgendwo noch warten auf uns. Okay. Das ist ungefähr 2 zu viele jetzt auf einmal. Kein Bock. So eine Geschichte hier. Guck mal hier, guckt euch mal, wie diese schlechte. Halbstarke möchte gern Verbrecher. Also, was machen wir hier noch? Kann ja auch noch nicht alles gewesen sein. Also kann ich jetzt hier nicht eine Karte öffnen? Feinde in der Nähe. So. Also. Kirche des Trostes. Hier muss noch irgendwas sein. Irgendwas muss ich übersehen haben. Hier sind so Steine. Da kommt man, glaube ich, dann runter. Auf die untere Ebene. Hey, komm, irgendwas ist hier noch. Ich bin noch nicht bereit, davon zu galoppieren. Alles nur wegen dieses Turms? Okay, ja, schöner Turm und so. Respektiere ich, aber... Irgendwas muss hier doch noch sein. Bergab. Reiten noch einmal komplett hier den Hang entlang. Schauen wir mal, wo das ist. Jetzt sind wir im unbekannten Terrain.
geht's einfach nur runter. Da hinten ist wieder so ein ekelhafter Vogel. Feines. Da hinten leuchtet noch irgendwas. Da gehen wir jetzt auch mal hin. So, was ist hier? Damit können wir umskillen. Gut, nehme ich gerne. Eine Larventräne und ein Drachenstein. Das ist ja keine schlechte Ausbeute. Aber ich hätte wirklich aufgrund des NPCs, der da so jammernd rumkrabbelte, gedacht, dass hier noch mehr zu finden ist. Nämlich einen Boss, der ihn so übel zugerichtet hat. Mit dessen Anwesenheit hätte ich gerechnet. Vielleicht kommt er an. So, wie viele... Den haben wir schon platt gemacht. Ja, okay, jetzt sind wir einmal schön im Kreis geritten, haben uns eigentlich alles angeguckt und sind jetzt wieder da, wo wir herkamen, ohne noch irgendwas gefunden zu haben. Voll Interesse. Was ist denn das? Ach so, einfach nur irgendwelche Ruinen. Kann man, das ist der Weg, den wir hochkamen? Ja. Gehen wir mal runter. Manchmal sind hier auch noch so versteckte Dungeons oder sowas. Also, wo ist der Typ da? Der ist leider zu keiner sinnvollen Aussage mehr zu bewegen. Wir gucken noch mal ein bisschen, aber ich glaube... Warum muss ich hier absteigen? Warum muss ich hier absteigen? Warum? Aha. Ich werde invasiert. Oh Gott, der ist ja weit weg. Ja, toll. Jetzt, wer kommt jetzt zu wem, ne? Der hat ein großes Schwert dabei. Na, soll er doch kommen. Alt und langsam. Wie konnte der so alt werden, wenn er so schlecht kämpft? Hat er mir nichts gedroppt? Das war's? Keine Köstlichkeiten? Von ihm erhalten? Ein bisschen weiter. So, jetzt kommen wir gleich zu diesen
Stein, wo es eigentlich dann runtergehen müsste. Ja, natürlich ist hier wieder so ein voller Rade. Tschüss. Guck mal, da ist noch ein brennendes Feuerchen. Das könnte ein Dungeon auch sein. Ja, sieht sehr dungeonig aus. Dann gehen wir mal rein. Das Startgebiet. Na gut. Dann würde ich vorschlagen, hinein in die gute Stube. Und dann schauen wir mal, was da auf uns wartet. Muss ich mein Pferdchen wieder zu Hause lassen. Die Drachengrube. Ui. Wir können mal eben schauen, wir brauchen noch so 50.000 Öcken für ein Level Up. Das kriegen wir doch bestimmt hin. In so einer riesigen, köstlichen Scheibe. Dann nehmen wir mal Schattenreichsruhm. Und dann nehmen wir... von einer. Jetzt brauchen wir noch was? 8000 oder sowas? Ja. 5000 reichen auch. 5000 Mark. Dann machen wir mal 10. Und einen kleinen. Müsste eigentlich reichen jetzt, oder? Ja. Gut. Dann können wir nämlich jetzt ganz beruhigt, ohne Angst, um die Seelen haben zu müssen, diesen Dungeon laufen. Oh. Oh, ist das so ein Steinheini? Muss ich mir meine Keule ausrüsten? Was ist hier unter mir? Ist das eine Falle? Ah. Ah. Ja. Das ist exakt das, nicht eine Falle. Oh fuck. So, der steht nochmal auf. Schon mal gelernt. Warte mal, wie oft stehen die... Wie waren das? Ach warte, ich glaube, ich muss auf die einschlagen, während die am Boden liegen. Ja. Sieht gut aus. So, kurz mal den Weg noch... nope. Da ist nix. Wir haben ein Item. Das holen wir uns. Natürlich. In diesem Loch. Kleiner Schmiedestein, mehr nicht. Ja, genau. Du glaubst, ich habe dich nicht gesehen. Frech, frech, frech. So, und jetzt muss ich seine Seele, die sich wieder manifestieren will, die muss ich direkt im Versuch, sich zusammenzusetzen, nochmal zerschlagen. Ich kenne nämlich eure Tricks. Da ist noch so ein Humpelfuß. Oh, krass, eine riesige Blutschale. Wem wird denn hier das ganze Blut geopfert? Oh. Au. Wieso schießt er denn durch den durch? Ich bin jetzt ehrlich gesagt... affig.
Der sich auch nochmal zusammensetzen, ja. Was bist du dran? Was sind denn das für Pferdemenschen eigentlich? Die haben so ein Pferdegesicht oder sind das Masken? So, jetzt haben wir hier irgendwas Schönes. Ja. Durch eine Falle. Boah. Schloss! Okay, hier können wir direkt mal einen kleinen Sneak Peek bekommen. Da steht noch so einer und da kommen wir jetzt runter. Warten schon auf uns. Wisst ihr, was ich mal machen sollte? Einfach mal den hier. Vielleicht gibt es hier Zaubertüren. Das sollte ich immer zuerst machen. Ah, wegen Drachen, ne? Stimmt, die haben sowas Drachengesichtiges. Ja. Was ist der? Will die sich auch nochmal wieder zusammensetzen? Guck mal hier. Armbrustschütze. Hat die einfach gelauert. Unglaublich. Versteck mich mal hier. Oh, hier sieht mich keiner. Lalala. Ich kann auch irgendwas riechen, aber ich sehe nichts. Hä? Irgendwas riechen doch meine verwesenden Nistern. Ah ja, wird schon nix gewesen sein. Wo ist eigentlich Karl? Der hatte doch eigentlich hier Wache. Der bringt gar nichts, den Backstab, ne? Der ist besonders mächtig, diese Pferdemenschen, Drachenfreunde. Okay, noch einer von denen. Die original in seinen fiesen Aktien eingeräumt. Jetzt nicht besonders geschickt und elegant. So, links geht's hoch, hier geht's runter. Ich bin ja eigentlich bei sowas immer Fan von hoch zu eher. Oh, hier ist die Blutschale. Und eine Tafel. Seid mutig, zeige keine Furcht. Ja. Da sehe ich mich auch. So, jetzt habe ich fast das Gefühl, ich müsste hier eine Geste machen. Das sieht mir hier aus wie so ein Gestenort. Aber vielleicht ist das auch Quatsch. Woher soll ich denn wissen? Ist hier irgendein Hinweis? Was habe ich denn? Irgendwas mit Mut. Vielleicht ist das auch kompletter Quatsch, ne? Stärke vielleicht. Das vielleicht, ermutigender Ruf. Verbeugen, nee. Ja, der was von... Er hat ja mutig gesagt. Ich finde, wenn jemand sagt, sei mutig, dann ist das das hier. Das hier. Nö. Dann. Halt. Ist auch mutig. Ja, ja, hier geht's nicht weiter. Halt, stopp. Eine höfliche Verbeugung. Ich hoffe mal, erzählt die überhaupt auf die Art und Weise. Eine Verbeugung. Eine ehrfürchtige Verbeugung. Feuersporn nehme ich an. Das sind ja Drachen.
er das jetzt einfach durchgehend? Probieren wir mal das Gebet. So, es gibt noch eine Möglichkeit. Und zwar folgende. Es könnte sein, dass es hier ein unsichtbarer Pfad ist. So eine unsichtbare Brücke. Und die wollen, ich soll mutig sein, indem ich da drüber steige. Ich werde aber mal versuchen, bevor ich das mache, ob ich da irgendwas habe, was ich da raufschmeißen kann. Ein Kieselstein oder sowas. Hier. Nö. Schade. Warte, das probier ich nochmal. Ich mach das mal so, dass ich das... Ich rüste das mal aus. Bevor ich da jetzt einfach dumm in den Abgrund springe. Nö. Fuck. Also ganz ehrlich, hier ist doch nie eine Brücke gewesen. Hier sind ja keine... Das ist ja so eine glatte Bruchstelle. Ich glaube fast, hier ist eine unsichtbare Brücke. Ich habe 20.000 Mark. Ist nicht so viel Geld. Ich habe nichts zu verlieren. Der weite Weg nervt mich. Einzig und allein. Scheiß drauf. Alter! Ich dachte, ich sterbe jetzt. Ich dachte, da ist eine unsichtbare Brücke. Ha, 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 ha. Lol. Nice. Aber was ist jetzt hier hinter? Ich muss erstmal da diese Steine da wieder rausnehmen. Da habe ich leicht in ihn rein. Ich habe überhaupt keinen Respekt vor dem. Weißt du überhaupt nicht, was? Warum? Trifft der mich überhaupt? Drachenjäger, Großkatana. Wieso habe ich überhaupt zugelassen, dass der mir wehtut, wo ich doch einfach gar keinen Respekt vor dem habe? Was ist das? Drachenwundenhieb. Dieses Talent wurde für die Jagd auf kolossale Drachen entwickelt und umhüllt die Waffe mit einer zerklüfteten Aura aus Kieselstein, bevor sie einen hohen Sprunghieb ausführt. Sie kann aufgeladen werden, um ihre Kraft um bis zu 2 Stufen zu erhöhen. Landen den Angriff auf, um die Aura abzufeuern. Was? Ach so, laden. Ja, kann ich sogar nutzen. Lass es mal ausprobieren. Wo ist er hin? Ne, hier ist er ja nicht. Wo ist er? Da. Wow, das sieht ja gar nicht schlecht aus. Nicht so schlecht. Aber wie genau mache ich den? Nein. Sie kann aufgeladen werden, um ihre Kraft um bis zu 2 Stufen zu erhöhen. Laden den Angriff auf, um die Aura abzufeuern.
Okay, also ich halte jetzt gedrückt und dann. Da muss es doch noch irgendeinen Kniff geben. Keine Ahnung. Was haben wir hier? Ich hatte ja auch den ganzen Dungeon noch gar nicht besucht. Also ich könnte jetzt hier schon zurück, aber warum sollte ich? Da sind ja noch Sachen. Was hat das hier? Oh, hier ist noch eine Gnade. Das ist natürlich gut. Wenn du auflädst, hast du ein Profil. Projektil. Ja, ich weiß, aber das ist halt die Frage. Ich habe ja eigentlich gerade aufgeladen und dann hat er halt nur so ein bisschen da geleuchtet. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob ich das... Hä? Nu. Hallo? Okay. Ich gehe nochmal zurück. Die sind ja alle schon aus dem Weg geräumt. Ich muss ja hier nicht mehr großartig kämpfen. Geh ich? Nein, wieso sind die denn wieder da? Hä? Na, so war das aber nicht gedacht. Ich habe gedacht, wenn ich nicht... Ja, gut, durch das... Ich habe gedacht, wenn ich schnell reise, kann ich das verhindern, aber so ist das ja gar nicht. Alter, daus. Okay. Ja. Kann ich hier abkürzen? Hilfe. Hat auch kaum wehgetan. Hey. Tschüss. Keine Zeit, mich mit euch auseinanderzusetzen. Fuck. Oh, fuck. Oh, shit. Warte, warte, warte. Der ist ja sehr sauer. Ich komme hier gar nicht mehr weg. Aua, 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 aua. Hänge komplett in die Nirvana. Komme nie mehr weg. Komplett feurig angehaucht. Also dieses krötengesichtige Etwas hat mich einfach mal komplett mit seinem Lava-Atem dort in die Ecke gedrängt. Was ein Arschgesicht. Aber wisst ihr was? Ich mach einfach, der ist doch bestimmt gegen Eis ganz... alles was Feuer hat, mag Eis nicht. Das ist auch allgemein bekannt. Dann machen wir mal... Frostnebel darauf. Und dann solide wahrscheinlich, ne? Oder müssen wir es auf eisig machen? Frage stelle ich mir immer, ne? Gehen wir auf eisig oder gehen wir auf solide? Was meint ihr? Eisig?
ist irgendwie richtig stinkig. Wenn wir die Talisman hier nochmal auf 2 Enderbonus machen. So, jetzt renne ich da jetzt aber durch. Das war richtig gemein. Diese fiese Feuerkröte. Aber auf jeden Fall war es die richtige Entscheidung, nochmal hier wieder reinzugehen. Ich hätte jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass das auf diese Art und Weise endet, aber okay. Tschüss. Was? Du bekommst. Dieser Nackenbeißer ist hier auch noch dabei. Drachenherz. Oh, noch ein Drachenschmiedestein. Hallo, das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Guck mal, das ist doch der Weg, den ich gerade gelaufen bin. Da stehen die und fragen sich, was jetzt hier geschehen ist. Die sind das nicht gewohnt, dass Eindringlinge diesen großen Krötenboy besiegen können. Deswegen fragen die sich jetzt, was machen die da oben wohl? Haben die sich angefreundet? Warum ist es so ruhig? Ja, ich glaube, jetzt können wir hier wieder raus. Mehr wird hier nicht sein. Dann werden wir mal nach Hause gehen, und zwar hier. Okay, so, jetzt sind wir hier. Und kurz überlegen, wir machen an der Stelle mal eine kurze YouTube-Pause. Ich finde, wir haben eine Menge erlebt. Wir haben eine Menge erlebt und guten Fortschritt gemacht. Wir haben 2 uralte Drachensteine bekommen. Das heißt, wir können 2 von den neueren Waffen mal wieder auf Top-Level bringen. Ich überlege, ob ich da irgendwas vielleicht noch von aufwerte, was wir haben. Und ansonsten haben wir jetzt ein paar Sachen, die wir nächste Folge wieder machen können. Wir haben immer noch diesen einen fürchterlichen Bosskampf auf uns, der auf uns wartet. Es ist angerichtet. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.